Vor 12 Jahren fing alles an. Martin Eisele kaufte sich Bücher übers Zaubern und brachte sich selbst die hohe Kunst der Mikromagie bei. Allein ein Jahr stand der 30-jährige Ingenieur vor seinen Spiegeln und filmte seine Hände. Damals waren diese noch nicht so gelenk und flink wie heute. Zahlreiche Preise hat der Tischmagier aus Kirchentellinsfurt mittlerweile erhalten. Bisheriger Höhepunkt: Letzten Monat wurde Martin Eisele zum Weltmeister der Mikromagie gekürt. Ich falte die Spielkarte so, dass die Bildseite nach innen kommt. Ja. Jetzt kommt die magische Bewegung. Ich hoffe, es ist nicht zu schnell. Und ob Sie es glauben oder nicht, der Geldschein, die Karte dreht sich im Geldschein. Ich kann das nochmal rückwärts machen. Ganz verrückt wird man, wenn man das hier aufklappt, kann man sehen, die Karte liegt wirklich so rum drin im Geldschein. Wenn ich das Ganze einmal durchschiebe, sieht man, die Karte hat sich wieder gedreht. Wie machen Sie das? Das gibt's ja gar nicht. Wenn ich die Karte jetzt nur bis zur Hälfte durchschiebe, sieht man, eine Hälfte der Karte liegt so rum, die andere andersrum. Ich kann diesen Zustand eingefrieren, indem ich einmal hier die Karte so falte, ein zweites Mal. Ja, und kann jetzt die Karte in diesem Zustand auseinanderreißen und man sieht genau, eine Karte liegt so herum und die andere Hälfte liegt so herum. Nicht. Und das gebe ich Ihnen gern zum Untersuchen, können Sie heute Abend noch ein bisschen grübeln. Bitte schön. Also das ist ja nur wirklich Magie, das ist ja, und passend zueinander tun Sie auch. Sollten Sie, ja. Ja, I'll show you what I mean. Ah. Watch. I have one coin and replace each playing card. Sí. Una más de sotonía carta. But when I make a noise, one, two. Cuando Pedro more. It looks like the coin fell from here. And here? Puede andar el isoto, sí. Okay. Carefully. Okay, carefully. Yeah. I have two coins here, one coin here. Una. Okay. So, are you ready? Sei pronta? Yes. Okay, I make the noise. One, two, and... I'm just kidding, just kidding. Allora, okay. Diego, come stanno? Okay. Deborah, I take the last coin very fair in my hand. When I snap the finger, all four coins are there. One. Where they started. Thank you. Thank you. But you know what? I don't understand this whole routine. And I have no sleeves, but you know what I don't understand at most? Where here this coin come from. And this is solid, though. Thank you. But Deborah and my trickster, yeah. When I take this coin in my hand, yes. Yeah, and I snap it, yeah. The coin vanished, and it reappears here under the table. But you know what? You know what really kills me? La cosa che è strana veramente. I have no idea where this shoe came from. And another coin.